Alles klar, ja. Gut, okay, dann das haben wir jetzt hier alles mal abgelootet, ja. So, Freunde, an der Stelle muss ich sagen, mein Computer, die Festplatte ist abgeraucht, gell, und dann hat man fälschlicherweise auf der falschen Festplatte Windows installiert. So war dann der restliche Aufnahme ab hier vom Wolfenstein weg. Ich habe soweit alles vorgespielt. Ich hoffe, dass ich nicht so viel husten muss. Und dass wir jetzt einigermaßen hier dann noch durchkommen bis zum Ende hin. Ich weiß zwar jetzt, wie das alles, aber ja, egal. Let's Play soll man ja zu Ende bringen. Ich weiß, dass ich noch ein Projekt offen habe, was ich noch nicht fertig habe. Ein blödes Autorennspiel halt, aber so, okay, dann haben wir das jetzt. So, warte mal, Schlüssel, sonst komme ich da glaube ich nicht rein. Aber jetzt hier beginnt ein Part. Ja. Ja, gucken, dass ich hier. Ah. Da kann ich jetzt natürlich nur. Hier war doch gerade. Ah! Da nehme ich den Helm auch noch mit. Weg von der Nase! Halt! Wow, wow, wow! Ey, ey, ey! Scheiße. So, wir haben noch 11 Schuss. Doch mal durch, Mensch! Ach, überall stehen sie aber rum hier. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was muss ich denn machen? Ah. Ja, ja, ja. Wow. Ja, einfach nachladen. Schieß doch! Boah. Den nehmen wir mit. Ne, brauche ich nicht. Okay, ich dachte, ich könnte mit der Knarre mir den Helm runterschießen. Dann hätte ich immer so ein bisschen Rüstung. Ah, scheiße auf die zwei Viecher da. So, was haben wir hier? Was rumliegen? Medipack. Rüstung haben wir jetzt keine hier, oder doch? Hier war nichts mehr, ne? Okay, das war für eine andere Knarre. Na dann. Boah, ein Kack. So, warte mal. Ich glaube, jetzt müssen wir den Laderoboter. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Muss man richtig timing. Ah, da war noch eine Weste, Alter. What the fuck? Dann machen wir das mal so. So, einmal runter. Boah. Kommt ihr denn? Habt ihr natürlich auch so praktisch eingestellt, ey. Ja, dann natürlich auf
die Zustimmung warten hier. So, jetzt müssen wir mal alle Knarren nehmen, sonst kommen wir nicht mehr weit. Oh! Ja, ja. Ich muss das mal. Man muss ja mal Kopf schießen, dann ist das halt. Da haben wir ein Medipack. Hier haben wir ein Medipack gesehen. Wollen wir auch mal eine Knarre? Ach man, voll. Ist doch lächerlich. So, das ist. So. Voll. Super getroffen, Alter. Aber guck mal, wie jetzt hier an die Rüssel dran kommen. Perfekt. Ist zwar nicht viel, aber. So, jetzt gehen wir weiter. Hören wir mal an, was das ist. Wird wahrscheinlich wieder auch wieder ein Medipack sein. Oh, das ist doch Gold. Ach, Munition voll. Auch nicht mitnehmen. Da blinkt auch noch was. Das war Feuer. Wir sind von hier rüber gekommen. So, warte mal, wo geht's denn jetzt hier lang? Ich glaube da durch. So, da steigen wir mal wieder ein. Und dann gucken wir mal, dass wir da durchkommen. Level beenden mit E. Hm? Okay. Kapitel 8 Ausgrabungsstätte. So, finde einen Weg in die Ausgrabungsstätte. Helga lässt hier noch nach etwas graben. Ich muss einen Weg nach unten finden und sie aufhalten. Ja, so, ich mache aber neben jetzt erstmal einen kleinen Cut. Also, vielleicht muss ich zusammenschneiden, ich weiß nicht, aber ja, ne? So, ja. Machen wir jetzt an der Stelle mal weiter jetzt hier. Kapitel 8, Ausgrabungsstätte. Jawohl. Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, mit dem Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese toten Dinge. Warum müssen wir hier oben festsitzen, während diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht. Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich konnte Fritz leiden. Aber er hat es nicht anders verdient. Hat sich mit den Falschen angelegt. Sein Strudel war ausgezeichnet. Mag sein. Aber er war ein Sünder. Ein klarer Körper und Geist vertreiben den Teufel. Ich hoffe, dass er nicht in der Hölle landet. Ich denke schon. Genug jetzt. Wir müssen wachsam sein. Stimmt. Hey, alles klar? Come on!
Sie schießen direkt auf den Zombie. Scheiße. Dann hätte ich den anderen auch anschießen sollen. Was soll ich denn mit dem Rohr? Da kann ich doch hier nichts mit anfangen, Mann. Oh, Scheiße, die haben mich schon gesehen. Moment mal. Scheiß. Ach Mann. Schon wieder so ein We- Ja, genau, hau doch mal drauf. Oh, die haben da genug zu tun, finde ich geil. Och, die hat zu Hause ab. Kenn ich schon. Da warten wir nicht los, du dummer Drecksau. Ja, ey. Jo, mache ich auch. Mal gucken, ob ich hinten rumlaufen kann. Nein, aber springen. Und wo? Was hast du? Du siehst mich gar nicht. Na, geh weg. So, mal den geheimen Tunnel hier unten. Ich hab vergessen, no. Ach Mann! Alter! So, Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit, Frau Oberstleutnant. Ich würde vorschlagen, im nordwestlichen Teil des Friedhofs einen Tunnel zu graben. Es gibt viele Hinweise, die uns zu der Annahme führen, dass wir den Eingang zu König Ottos unterirdische Anlage auf diesem Weg leichter finden werden. Wir müssen sehr tief graben und bräuchten viel mehr Arbeitskräfte, um Aufzüge, Gleise, Stromkabel und vieles mehr zu bauen und zu verlegen. Sobald Sie Zeit haben, suchen Sie mich bitte auf, damit wir beratschlagen können, Rudolf. Achso.
Oh ja, den kann ich hier brauchen. Notiz von Helga. Erster Eintrag. Abschrift aus Peter Lukas Tagebuch. 11. März. Wie schwer es doch ist, heimische Legenden von längst vergessenen Wahrheiten zu unterscheiden. Aber ich vermute allmählich, dass ich auf dem richtigen Wege hin, es gibt ein altes Tunnelnetzwerk, das unter dem Ruin der entweihten Kirche verborgen liegt. Davon ich langsam immer mehr überzeugt. Dort unten ist etwas vor der Welt verborgen. Vielleicht soll es die gefunden werden. Ich bin davon überzeugt, dass Dinge nur verborgen werden, wenn sie entweder schrecklich oder wertvoll sind. Ich spüre in meiner Seele, dass es sich hier um Wertvolles handelt. Vielleicht einen Schatz. Gütiger Gott, wenn ich diesen Schatz finde, kann ich ihn zur Feier des römischen Namens verwenden. Ruhmreichen, Entschuldigung. Schickt mir ein Zeichen, o Herr, wenn es das ist, was du von mir willst. Ich darf nicht vergessen, Milch für die Katzen zu kaufen, bevor ich heute nach Hause gehe. Hm? Wenn sie wieder nach Hause kommt. So. Oh, wir können ja noch was. Oh, das, ja. Ich habe fertig. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche. Aha. Ja. Also ein bisschen. Ja, hier oben haben wir doch, glaube ich, noch Scharfschützen rumliegen. Ja. Das sieht doch gut aus. Wollen wir nachladen? Haben wir schon. Oh, das gab Scharfschützenmunition. Baby. Ja, ach komm, dann haben wir jetzt ein bisschen zu viel von. Was? Oh ne. Oh Mann. Vor die Brücke gleich zusammenkracht hier. Ja, das ist gut. Wieder Scharfschütze. Mal gucken, ob wir da hinten noch was einsammeln können. Ja, wir haben ja nicht großartig gebraucht, weil diese Kanone sehr schnell leer geht. So. Jetzt sind wir da. Oh, alles klar. Sehr schön. Das freut mich sowas. Oh, jetzt haben wir noch den Helm von dem einen Heinz hier. So, ach, guck mal hier. Gut, dass wir noch mal gucken mal. Oh, zwei Helme, das ist schön. Ja, dann haben wir doch 100. Ey, das ist doch super. Da können wir doch starten, ey. Ich weiß auch schon, wie es weitergeht. Aber wir hören uns denn jetzt erstmal ein schönes Audiolog an. Das dauert jetzt ein paar Sekündchen. Aber vorher kann man sagen, Virus und seine Brüder. So. Go, 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 go